Blitz in Elden Ring. Jetzt geht's wild. Jetzt rennen wir um unser Leben. Mit mir, Chris Nature 3000. Und natürlich mit den guten und geschätzten Rolf, der gerade hier erscheint. Hallo. Hi. Ja, eine weitere Folge geht hier am Start. Und heute ist unser Ziel, eine Frau niederzustrecken. Hört sich ein bisschen schräg an, aber sie ist böse, oder? Ich finde sie nicht böse, aber egal. Okay. Was denn jetzt? Dann, aber wenn du schon Harakiri machst, dann hat es ja schon einiges zu bedeuten. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Ja? Was? Schau nach oben. Okay. So. Nach oben? Oh! Ah. Okay, ein weiterer Drache. Na toll. Was hat man nicht vor uns in der letzten Folge schon Drachen gehabt? Wir haben doch schon genug Drachen, ja! Nee, leider viel zu wenig. Da habe ich doch Langeweile. Ah. Ah, zweimal getroffen. Das tut weh. Das gerade für einen Angriff. Feuer. Au. Wieso hab ich. Oh. Zwei drin. Au. 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 Ja, ich hab auch Aua. Genau getroffen. Das war uncool. Hey Süße, mach nicht so einen Stress. So. Wow. The next dragon Lanzik Clave. Okay. Ist das eine Waffe? Nee, das ist ein Zauber, oder? Anrufung. Anrufung, okay. Oh, ich hätte sie dir zeigen können. Hätte, hätte. Genau. Aber ich habe sie bei den Gargoyles verwendet. Ah, okay. So, Lust auf einen weiteren Drachen? Ja, wir können auch den Typ unten beseitigen. Den. Ach, wie heißt der? Der Lord, oder wie das war, der seine Schergen ruft und uns Probleme macht am Anfang. Ah, Kommandant Niel. Aber ich habe hier gerade noch eine weiße Kugel. Warte mal, wird die erst noch schnell kaputt machen. Was? Da oben gibt es eine weiße Kugel? Hier. Wo denn? Ich glaube, die habe ich nicht. Kriegsasche Blitzbock. Ah, okay. Dann hab ich's. Okay. Nice. Ist eigentlich mega OP. So, ich gehe noch die Gräber hier aus. Hier kurz nehmen, die ganzen Runen nehmen. Das sind ganz schön viele. Gibt's eigentlich noch eine Asche hier oben? Meine Gnade meine ich. Nee. Nicht, das ist nee. Oh, ich habe auch einen Steinschwanzschlüssel gefunden. Oh. Wo? Auf dem Podest. Auf dem Podest? Hm. Auf welchem Podest bist denn du? In der Burg? Da? Oder in dem kleinen Schlösslein? Dort, wo wir den Drachen besiegt haben. Ja. Dort. In der Nähe hat das so eine Plattform. Hm, okay, geh ich nochmal hin. Mit Gegnern. Ah, meinst du so einen kleinen Hügel? Ja, sozusagen. Und zwei echt, also eigentlich nur einen nervigen Gegner. Ne, das müssen die nicht sein.
Rätegroßschwert. Okay. Au, da ist der Blitz. Und cool. Haut er mich einfach weg mit dem Schild. Easy, mit meinem Schwert ist alles easy. Einschläfern und Ende im Gelände. So. Das ist richtig. So, da unten ist ja auch noch so eine komische. Was ist das überhaupt? Irgendwas oh, komisch. Katakombe. Okay, den Schwertschuss habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Da ist eine Ruine. Ist das die Plattform, die du gemeint hast? Ah, okay. Ja, ich habe die Plattform gefunden. Okay. Was ist der hier? Ah, Sternschaltschlüssel. Hey! Nice. Was gibt's denn noch hier oben? Holen wir mal ein Pferd kurz. Nichts mehr zu sein. Nein. Puh. Nicht oh. Runterreiten. Nö, nö. So, ich gehe jetzt mal kurz zu der Burg. Wurde eigentlich bis jetzt irgendwie erklärt, warum die so transparent sind, die ganzen Flaggen hier, die alle hier rumstehen? Oh, ein Gegner. Ein Bossgegner. Assassin mit schwarzen Auge. Was macht der hier? Und cool. Oh. Den habe ich wirklich vergessen. So. Ist gar nicht mehr, dass der tot. Au. Au. Du schaffst das. Jetzt verschwindet er, weil ich wieder zu weit weggelaufen bin. Jetzt kann ich dich rufen eigentlich, oder? Ja, willst du mich denn rufen? Ah, komm, ich kann es mal probieren, komm. So. Probier's doch mal. Ja. Aber ich komme aus Sicherheitshalb in die Nähe. Weil ich bin schon bei Kommandant Mjall. Autsch. Ja, noch nicht mal die Hälfte hier. Ja, wenn die nicht mal wegrennen würden.
Ist ja schlimm, ey. Nix da. Yes, von hinten. Nice. So, hab ihn auch noch schnell besiegt. Achso. Okay. Ja, der Move, wenn er den von oben nach unten macht, kannst du ja von hinten, Markus. Ei. Lass mich in Ruhe. Autsch. Au. Nein, das hat er mich. Wow. Hast du anscheinend knapp überlebt. Ja, kann man so sagen. Jetzt dreh dich doch mal um. Jetzt hat er mich schon wieder. Meine Fresse. Wenn ich auch so viel Schaden machen könnte wie er. Nee. Wäre der Kampf schon längst zu Ende, Junge. Mach doch nochmal die. Komm her. Und weiter hinten. Oh, noch ein Kratzer. Noch ein Kratzer. Komm. Komm her. Zeig dir, wer der Boss hier ist. Bam. Puh, okay. Gegner zum Vollgebot. Yay, schwarzes Messer erhalten. Öffnen die Tore. Oh, ein Fahrstuhl. Wo geht's denn dahin? In die Katakomben. Ach, wieder ein Dungeon. Ja, Grab eines des heiligen Helden. Okay, das hört sich interessant an. Gibt's da auch was Interessantes? Weiß ich nicht. Okay. Nee. Dann lass uns da runtergehen. Okay. Ja. Grab des heiligen Heldes. Okay. Da ist ein Steinschwert. Schlüssel. Nutzen. Ich setz mal. Jo. In der Nähe der Gnade. Ja. Ja, ich muss erstmal das Vieh hier töten. Okay, hat sich erledigt. Purpur noch irgendwas bekommen gerade. Muss mal gleich mal checken. So. Ah, Purpur, Assassinenklinge oder so. Nee, ein Amulett. Ah, so, das Amulett. Purpur Samen Talisman verstärkt die LP-Generation vom Purpur Trinken. Ist ja schön. Prima. So. Okay. Let it go, let it go. Danach machen wir zu Ende am Schluss dann erstmal für heute. das ist okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Ja, wir gehen einfach mal. Wir töten einfach alles, was uns im Weg kommt. Okay. Gleich mal ein Dienst bei töten. War hier unten nicht was? Ich bin auch gleich mit hochgegangen. Ah, okay. Ach,
Ja, genau, da war das. Yep, es war einmal. Oben ist dann auch nichts mehr, also können wir wieder zurück, eigentlich. Also ist das... War's doch runter. Ah, okay. Schnell in die Mitte. Okay. Wieso? Weil es jetzt darum geht, die Viecher hierher zu locken. Ah, da kann man sie nur hier drinnen töten anscheinend. Ja. Ah, weil sie schwarz sind. Ja. Geht das wirklich nicht? Okay. Aha, okay. Bring die Gegner ins Licht. Ne, da hat glaube ich keinen Bock. Bring ihn auf die gute Seite, Lord Vader. Ja, schön, du hast getroffen. Wunderschön. Wir sind Jedis, wir müssen die Leute von der dunklen Seite befreien. Aber wir müssen jetzt nicht den ganzen Weg da hochlaufen jetzt jedes Mal, oder? Doch. Also nee. Ah, da unten ist auch noch eins, okay. Ja. Ich renne durch. Da können wir durchrennen. Hallo. Okay. Ich guck, da hinten ist noch Gegner. Hab ich. Was okay. Kriegen? Gräber links, oder? Ich weiß nicht, ob da hinten geht, glaube ich, nicht weiter, oder? Ja. Nee, ist da Kasse. Ich glaube, das war ja der einfachste Teil, glaube ich. Okay. Ich würde nicht mitten reinstehen. Ja, sieht gerade noch wie Treibsand aus. Nee, oh, Soldaten. Okay. Aschesoldaten bekommen. Okay. Wir müssen doch hier durch. Haha. So. Ah, die brauchen nur einmal rein, dann geht die Hülle kaputt. Danach kann man es auch außerhalb töten. So, okay. Hatte ich das nicht erwähnt? Anscheinend nicht. Also ich dachte, die kann man nur hier drinnen töten, dachte ich. So war meiner Info. Okay, also im Endeffekt nur den schwarzen Schleier zerschlagen. So, okay. Das sieht gefährlich aus. Okay, und nun? Ach, da ist ein Schalter. Der Hebel des Gesetzes. Ich habe ihn auch total übersehen. Jetzt müsste was riesengroßes kommen, aber na, schade. Nee, jetzt müssen wir die nach hinten locken. Sicher, die sehen nicht so aus wie ein Schleier. Nee, die kann man so machen. Voll rein. Ach du. Okay. Ja, ist der unten oder oben? Okay. Die Frage hat sich geklärt. So, das hat Geräusch. Ah, okay. Die haben dich auch gepackt. Wow. Okay. Hä? Leben die noch da hinten? Was machst denn du? Wir müssen hier hoch. Ach so. Ich dachte hier unten lang zu den Viechern. Ich wollte hier mal auf dich. Ah, daneben. Okay. Ja, ich hab's auch bekommen. Mal versucht. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe keine Heilungstränke mehr dabei. Äh.
Nein! Dein Scheiß Ernst? Nein, unten! Ah. Wir werden hier sterben. Stück gefällig. Ist tot. Boah, komm, ich war drauf! Ich war drauf! Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ich war drauf. Ey, ich will eine Rolle machen, macht er nicht. Ich bin zu doof jetzt. Das schaffst du es heute? Okay. Du musst springen. Ja, ja, hab ich doch. Ich bin sofort aufgesprungen, aber bin oben an die Kante gekommen, dann bin ich wieder Warte kurz. Weggedotzt. Ja, Heilungskräfte habe ich auch noch, stimmt. Was heißt? Ja, wie gesagt. Wieso führt sich das nicht mal auf? Also erst wenn die alle tot sind wahrscheinlich. Mhm. Schon wieder ein Steinschatzschlüssel. Habe ich noch einen? Ich hab noch einen. Sehr schön. Was ist da drin? Wir setzen noch Gegner und ein Item. Muss aufpassen. Drachenschild-Talisman 1. Oh. Okay. Da unten noch was? Ja. Ich glaube nicht, oder? Ne. So. Das ist wieder diese verwirrende Kacke. Waren wir nicht hier schon? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, das am schlimmsten war das mit der Teleportation. Das war mies. Ja, hier waren wir schon. Okay. Ja. Hier geht's wirklich nicht weiter. Nope. Ah, oh, dauert ich auch eine Weile. Hm. Die ich gerafft habe. Also links hoch geht's auf jeden Fall zum Links. Müssen wir erstmal wieder hier lang. Ich glaube, wir haben unten irgendwas vergessen. Wir sollten nochmal runter. Ach, das stimmt. Da hinten geht's auch weiter. Oder nicht? Genau. Nach den Dingern. Also da ging es halt weiter. Ich weiß nicht, ob da was das gibt. Aber keine Ahnung. Weil da oben ist ja auch noch ein Weg. Ich mache lieber langsam. Ich habe keine Heilung mehr. So. Was ist das denn? Nix. Okay. Ein Illusionspferd oder was? Ja, ich wollte nur zeigen, dass ich drauf habe, weißt du. Ich wollte nur zeigen, dass ich keine Angst habe. In dem Moment, wo ich doch nicht gerafft habe, dass da was runterkommt. Genau, hier ist. Das ist dann ja die Tür. Also wir müssen links rein. Da ist eine Treppe, eine Leiter. So. Okay, hier waren wir noch nicht. Oh, da kommt was Großes, links. Was Großes, das jetzt tot ist. Ja, Opferzweig. Yeah. So, das ist die Brücke, oder? Genau, da sind noch Items. Wurzelharz. Harz. Ja, wir hätten hier skippen können. Da ja. Müssen wir. Oh,
Dann mal los, Redekopf erhalten. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den besiegen. Nicht so einfach. Wir müssen runter wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, mal gucken, ob er überhaupt zu uns zu lange folgt. Wahrscheinlich an rechts oder links. Keine Ahnung. Wow. Dich zuerst mal nicht treffen. Wow, was. Von hinten kommt auch noch was. Hat sich auch wieder was manifestiert. Du, der kommt zu dir. Okay, der ist zu dir runter. Schön. Jetzt ist die Frage, ob das die richtige Richtung ist. Wo ist er denn eigentlich jetzt? Er läuft mir hinterher. Okay. Oh shit. Ja. Uncool. Er kommt hinterher. Ey. Ich habe gutes Timing. Die Tür wurde geöffnet. Juhu! Ja, da oben war noch ein Gegner. Der hat sich auch erst gerade. Ich habe mal auf Risiko gespielt und bin einfach durchgerannt. 3, 2, 1, Risiko! oben war der? Ja, muss die Treppen wieder hochlaufen. Gehst du hoch? Wir müssen ja wieso hoch, da ist ja die Tür. Oder nicht? Ne, die war das. Die war unten. So, das war's. Okay. Dann. Gute Frage. Ich habe ein volles Leben. Wo war das? Hier? Rechts, 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 hier lang. Naja, no risk no fun. No, warum nicht? Da ist gehst du auf Verteidigung und dann ist gut. Ne, diesmal macht ich. Aber schön warten, bevor du reingehst. Jo, das ist noch ein langer Weg hier runter. Okay. Start. Kann ich nicht. Geht automatisch wahrscheinlich. Sich jemand versteckelt. So ein Shift, aber auch hier. Okay. Ich weiß gar nicht, was hier war. Ja. Lassen wir uns überraschen. Okay. Jetzt ist okay. Okay, let's go. Und einzelner. Rollt der Held zum Ohren. Okay, easy. Oh, Eis, okay. Ich habe mich in einem Pfeiler versteckt. Alles gut. Wow. Hä, was mache ich denn? Ich habe mein Schwert nicht ausgerüstet. Ich würde umschlagen. Lol. Asche des Drachenritters Christoph. Okay. Und du, ah, du gehst jetzt weg. Okay, alles klar. Ja. Wollte schon sagen. Jetzt erstmal, also macht sich schon wieder ein Emo. So, zurück zum Hauptgang. Okay. Gut, Leute, das war's. Jo, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn es wieder geht um Elden Ring mit mir, Rolf, und vielleicht noch mit anderen, Flo kommt vielleicht auch mal irgendwann mal, und vielleicht auch mal mit Mapsa, wer weiß das schon. Ich habe haufenweise Punkte und die werde ich jetzt ausgeben in der Tafelrunde der Ritter, wo wir alle hingehören oder auch nicht. So, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ach ja, stimmt, Ladebildschirm, da oben, wo wir stehen geblieben sind. Warte mal, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben?
Irgendwo, wo so ein paar Leute stehen, so nebendran. Wo war denn das nochmal? Ich habe auch gerade keine Ahnung, was du meinst. Ja, wo ich dir das Bild geschickt habe, kannst du dich noch erinnern? Das mit dem Rot, so ein bisschen Rotflair. Wo war denn das nochmal, bevor wir jetzt abbrechen, die Aufnahme? Ah, in Caelid, im roten Gebiet bei Inneres Aeonia. Da unten? Ja. Okay. Da ist ja der Kommandant Njal oder wie der Typ heißt. Nein, nicht den, nicht dein, nein, nicht das, nicht bei den Dings. Ich meinte, ich habe dir im Rotes ein Bild geschickt, wo wir so ganz komisch geguckt haben. Da war so ein Bett und neben kein Bett, dann war dann so eine Frau, die auf dem Stuhl sitzt, was man meist im Ladebildschirm sieht. Das ah, Haus Vulkan. Haus Vulkan, da müsste man vielleicht zum Beispiel auch mal weitermachen, wäre auch eine Idee. So, da. Stimmt. Ja, da würde ich sagen, da haben wir schon mal ein Ziel. Nächste Folge machen wir bei Haus Vulkan weiter. Oder vielleicht doch Dungeons. Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber das alles in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.